Jedenfalls der Berg von Baden-Baden, Zentrum hoch zum Hotel, der macht mich fertig. Das sind 2 Kilometer immer nur bergauf. Und was ich mich die ganze Zeit frage, ist eben die, nicht trinke ich zu viel oder rauche ich zu viel? Sondern war ich gut genug für diese Scheißwelt. Also, die grundsätzliche Frage, denke ich, ist die. Nicht, ob wir leben oder sterben, sondern haben wir gut gelebt und waren wir gut zu den anderen. Und ich weiß es nicht. Ich war oft schlecht zu den anderen. Bemühe mich einfach seit, keine Ahnung, Jahren gut zu sein. Aber was ist das? Was bedeutet das schon? Ich kann ja mal kurz gucken. Aber wo geht's lang? Also hier, das ist so meine Ecke, in der ich praktisch wohne gerade. Aber wenn ich mich frage, bin ich gut zu den anderen? Natürlich die Frage, sind die anderen gut zu mir oder sind die anderen gut zu ihren Mitmenschen? Und ich war in der Innenstadt von Baden-Baden und ich sag euch, da kann man kein Bier kaufen. Und das ist schlecht. Das ist unmenschlich. Klamotten kann man kaufen, Schuhe kann man kaufen, Handys kann man kaufen. Aber Lebensmittel, weißt du, wo man in Baden-Baden im Zentrum irgendwas kaufen kann? Also Lebensmittel, Bier, ganz normal Bier. Ja, ein Reporter. Nein, ich bin kein Reporter. Ich führe Selbstgespräche mit meiner Kamera. Schön. Und ich weiß einfach nicht, ich habe vergeblich versucht, heute in Baden-Baden einfach nur mal ein paar Flaschen Bier zu kaufen, um die mit hochzunehmen, weil ich mir das Bier im Hotel nicht leisten kann. Das kostet, glaube ich, 4,50 €. Pass auf, ich glaube, ganz runterlaufen. Ja, da war ich schon. Aber im Zentrum, gibt es da irgendeinen Laden? Nein, hier nicht. Da, nee. Ganz unten, der Penny, der hat auf bis um 10, aber das dürfte sie noch schaffen. Bis 10 hat er auf? Ja, und da können sie auch Bier kaufen. Gibt es da noch einen Laden? Also nur der Penny hat auf. Nur der Penny ist der einzige Laden, der sich da gehalten hat, oder was? Ja, ich meine, es gibt noch mehr Läden, aber der hat halt am längsten. Ja. Und Kneipen, ganz normale Kneipen, wo man für vernünftiges Geld ein Bier trinken kann, unter 4 € der halbe Liter? Das ist so eine Art wie Pizzeria. Gucken, was das Bier kostet. Ich weiß es nicht, was ich verlange. Weil ich renne seit 2 Tagen rum und versuche irgendwo ganz normal Bier zu trinken oder mir ganz normal Bier zu kaufen und es funktioniert nicht. Aber gut. Sind Sie da oben im Hotel? Weißt du, was das kostet? Das kostet irgendwie, ich glaube. Nee, ich habe gedacht, Sie übernachten da. Ich übernachte da, ja. Aber ich kann mir da kein Bier leisten. Oh, das kriege ich ja bezahlt. Weißt du, ich arbeite gerade für den SWR, aber es ist reiner Zufall. Und die bezahlen mir zwar so die Anreise und ich kriege so ein bisschen Honorar. Aber Sie sind von Stuttgart oder so? Ich komme aus Berlin. Ja? Ja. Und da findest du. Ja, haben doch gedenkt, das ist schon ein Kameramann. Nee, ich bin kein Kameramann. Ich arbeite fürs Radio eigentlich. Schön. Fürs Radio. Und mache das jetzt aber nur für mich und für meine Freunde, weil ich dieses Gefühl Baden-Baden mal erklären will. Und Baden-Baden sind für mich nur Boutiquen, Schuhgeschäfte. Ja, genau. Handyshops. Also Baden-Baden ist für mich eigentlich scheiße. Ich will da auch nicht wohnen. Und wo wohnst du? Ich wohne in Rastatt. Ist es in der Nähe? Nein, so 20 Kilometer weg. Ah ja, und was machst du jetzt hier auf der Straße? Schafe. Aber das braucht man halt ab und zu. Und wieso jetzt hier gerade? Ja, das ist das Objekt. Wo man trinkt oder was? Nein, da darf ich niemanden einlassen. Okay. Sie gehen, wenn Sie
Sie gehen da runter, geradeaus, und der Wirtschaft vorbei. Ja. Und da unten, ja, da geht's, wie soll ich das erklären? Dann immer geradeaus Richtung Bertelsplatz. Ja. So ist dort, in dort, und da kommt der Schläger, und dort sehen Sie schon, dass das der Penny ist. Ja. Aber was machen Sie ganz allein hier in der Gegend? Also ich meine, das ist ja, gibt's hier eine Trinkerklicke, die das gibt, oder was ist hier? Ja, davon nicht, aber die Wirtschaft hat wahrscheinlich auch zu, ich weiß nicht, ob die Ufer. Aber was Sie hier machen? Ich sauber. Sehen Sie? Argus? Ja. Argus, ich wünsche Ihnen alles Gute. Kommen Sie gut nach Hause. Ich bin eine arme Sau. Ich kann mir nicht einmal hin. Ich schaffe und schaffe. Ich kann mir auch nicht in Badebade praktisch. Kann ich mir auch nichts leisten. Ja, das geht mir eh nicht, weil essen gehen geht nicht. Das kostet irgendwie ja, das 15, 16 Euro. Was? Ja, ganz normales Essen. Das in Rastatt gibt es eine Kneipe, da kannst du 5 Euro essen. Ja, das Bier kostet 5 Euro. Also nein, das kann man sich nicht leisten. Das kann man sich nicht leisten, ne? Okay. Müssen Sie sich ja Vesper mitbringen? Ich habe mein Vesper jetzt eingepackt. Ja. Natürlich. Schön. Ich kann es mir nicht kaufen. Sie kommen vom SR? Ja, hier. Ja, ich auch. Ich gehe gerade zum Hotel hoch. Ja, jetzt. Ich gehe noch einen Container hier machen. Ich bin Putzfrau. Achso, Sie putzen ja beim SWR? Ja. Und jeden Tag rennen Sie den Berg rauf und runter? Nee, abends zweimal. Jeden Tag. Im Fenster raus morgens. Morgen und abends. Aber abends zweimal. Ich habe ein Auto. Um 17.30 Uhr hier war gesperrt. Und dann habe ich mein Auto dort geparkt. Ja. Und wo schlafen Sie? Hier in Baden-Baden? In Rastatt. In Rastatt auch? Mhm. Ich habe gerade jemanden getroffen, der auch aus Rastatt schläft. Mhm, ja. Und dann fahren Sie, wie weit ist denn das weg? Wie bitte? Wie weit ist ein Raststadt weg? Mit Auto. Ja? Ja, mit Auto. Wie weit? Halbe Stunde, eine Stunde? 25 Minuten, aber jetzt 30 Minuten. Ah, okay. Ja. Fahren Sie jetzt nach Hause? Ja. Gut, ich wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt. Dankeschön. Ja, ich habe Papi. Wir sehen uns möglicherweise morgen. Okay. Tschüss. Tschüss, ja, danke Ihnen. Danke. Ja, lauter nette Menschen, die man hier trifft. Die arbeitende und trinkende Bevölkerung von Baden-Baden. Das wird auch wesentlich lieber als die shoppende Bevölkerung von Baden-Baden. Wie gesagt, shoppen kann man ohne Ende, aber Lebensmittel schwer. Ich habe mit dem Wirt von dem, wie heißt der Laden? Man würde in Berlin sagen Bräulereck gesprochen. Der meinte, sie wollen ihn rausekeln, weil er nicht reinpasst. Ist auch der billigste Laden, den ich dort gefunden habe, wo man Bier trinken kann. Bier immerhin nur 3,50. Entschuldigung, wo kommen Sie jetzt her? Mhm. Wo kommen Sie jetzt her? Kann ich nicht verstehen. Ah, macht nichts. Entschuldigung. Ja. Die denken alle, ich bin Reporter vom SWR. Dabei mache ich das nur für euch, meine Lieben. Mich den Berg hier hochquälen. Ihr seht schon, ich bin immer noch. Ich kann ja mal kurz runter den Berg runter filmen. Das ist ungefähr die Strecke, die ich hier laufe. 2 oder 3 Kilometer, ich weiß es nicht genau, ich will auch nicht übertreiben. Das sind immer noch mehrere hundert Meter aufwärts. Gut, aber ich denke, ich bin gleich da. Und, nee, Moment, wo bin ich hier überhaupt? Bin ich überhaupt richtig? So eine Scheiße. Was ist jetzt der falsche Berg? Nee, oder? Kann ja wohl nicht sein.